Viele deutsche Bauern haben ihre Hoffnungen auf die Spargelsaison 2022 gesetzt und wurden enttäuscht. Denn ihre Spargel werden einfach nicht gekauft. Die Verbraucherstimmung ist momentan auf einem Rekordtief, sagt Philipp Haverkamp vom Handelsverband Berlin-Brandenburg laut der Tagesschau. Das liege daran, dass aktuell mehrere Krisen parallel laufen. Die Corona-Krise und der Krieg in der Ukraine verderben den Verbrauchern in Deutschland den Appetit auf das Luxusgut und den Bauern die Ernte. Sie müssen Arbeitskräfte entlassen, die Produktion drosseln. Dazu kommen noch die Spargelpreise in den Supermärkten, die die Preise der heimischen Spargel drücken. Entsprechend kostet ein Kilo des deutschen Spargels im Schnitt 12 Euro. Aber in den Supermärkten sieht man immer wieder importierten Spargel für deutlich weniger als die Hälfte. Das sagt Frank Saalfeld, Chef im Netzwerk der Spargel- und Bärenverbände e.V. der Bild. Demnach werden die Spargel meistens aus Griechenland, Spanien oder Marokko importiert, wo die Produktion billiger ist.